Hallo und herzlich willkommen hier zum womöglich, schätze ich jetzt mal, großen Finale von Evoland 2. Wir müssen Ceres aufhalten, die Zeit zu zerstören. Und ich schätze mal, sie lauert hinter dem Portal. Und ich werde jetzt bestimmt gut ragen in diesem Bosskampf. Wenn ich den beim ersten Mal schaffe, mache ich mich nackig. Was ist für wahr kurios? Es scheint das gesamte Universum zu enthalten. Nein, nicht das Universum, sondern die Zeit selbst. Ceres, wo sind wir? Im Herzen der Anomalie, wo die Magier ihr großes Projekt versteckt haben. Das ist also das Projekt. Aber warum wollt ihr es unbedingt zerstören? Die Magier wollten das Ende der Zeit verhindern, also ersannen sie das Projekt, um die Zeit zu krümmen. Die Zeit krümmen? Die Zerstörung des Projektes wird vermutlich die Zeit zerstören. Wenn es aber selbst die geringste Chance gibt, dass sich das nicht ereignet, muss es gemacht werden. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ihr habt Unrecht, Ceres. Es gibt immer einen anderen Ausweg. Tja, wenn euch wirklich so viel daran liegt. Fina! Sie ist verschwunden! Velvet! Nein! Super Mario, ihr müsst kämpfen! Und wir sind auf uns allein gestellt. Ach, Kuro, ich hatte gehofft, dass zumindest ihr mich verstehen würdet. Was? Ich bin aber direkt mit dem Projekt verbunden. Warum kann ich euch nicht auslöschen? Wer seid ihr denn überhaupt? Aufwerten von Kräften. Kuros Kraft ist erwacht. Jetzt könnt ihr die Zeit selbst verlangsamen. Okay, Kuro hat jetzt seine eigene Kraft, mit der wir die Zeit verlangsamen können. Wenn wir die jetzt kriegen, ist es bestimmt wichtig für den Endkampf. Jetzt verstehe ich. Unsere Bestimmung war es, einander nicht zu verstehen, sondern uns stattdessen zu bekämpfen. Hat gerade irgendwie was von den neueren Pokémon. Oh, ich sollte mal eine Hand an den Controller legen. Ich denke mal, ich darf da nicht reingelangen. Au. Okay. Ich denke mal, ich muss die drei ausschalten hier und dann komme ich zu Ceres. Kann das sein? Ja. Aua, okay. Und ich darf nicht unendlich lange da drin bleiben. Könnten noch mal ein bisschen live droppen, das wäre ganz cool. Zeit verlangsame, gut, bringt hier jetzt nicht viel. Ich muss nur langsam mal die Roboter ausschalten, da wird so ein Minus oder so wieder ganz cool. Wenigstens sind die gleich One-Hit down hier, aber. Und raus hier! Ah. Ja, dass die Roboter One-Hit-Down sind, ist wirklich angenehm. Aber ich habe trotzdem nicht mehr so viel Leben. Wenn die hier noch ein bisschen mehr Leben hier droppen würden. Okay. Dürfen wir nicht vergessen. Das hier wird ja erstmal die erste Phase sein. Okay. Ich denke, das war die erste Phase. Okay. Oh, okay. Auch in dem Bosskampf direkt wandeln wir durch die Zeit. Okay, ich dachte schon, ich habe versaut. Dorf unten rausfallen, okay. Wow. Hoch, 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 hoch. Okay. Komm, fress. Aua. Ah.
nicht mehr viel Leben. Oh, jetzt geht das wieder los. Okay, die Phase hier, muss ich sagen, geht. Die erste Phase kriegt man mit ein bisschen Übung bestimmt auch ganz gut hin. Ah, habe ich sie jetzt nicht gut getroffen. Oh, ich bin gleich tot. Okay. Wow. Jo. Ist klar. Dritte Phase, letzte Phase. Oben kann ich sie treffen. Hab nur noch 4 Leben. Herzen. Nein. Da oben ist auch schon der rote Lebensbalken, hat angefangen. Ich muss nochmal ganz von vorne anfangen. Tatsache. Okay, das kann leicht nervig werden, dieser Endkampf. Warum müssen wir das jetzt mal wieder angucken? Hier zumindest haben sie es ein bisschen gekürzt, aber das Zeitverlangsamen hätte man auch. Ja, ja, weiß ich. Ja, bababababab. So, aber mit der Zeit lernt man ja dazu. Mit der Zeit kriegt man das da auch ein bisschen raus, hier, wie das alles funktioniert. Oh. Die Phase ist eigentlich nicht so schwer hier. Ah, raus hier. Die Phase muss man mit möglichst viel Leben überstehen. Und die zweite auch. Ich glaube, die dritte, die wird recht. Die zweite Phase finde ich. Ja, wobei, wenn man weiß, wie es geht, dann ist die hier auch nicht schwer. Die zweite Phase fand ich grundsätzlich jetzt auch nicht schwer. So, aus. Hier geht kaputt. So. Und hier kann man wenigstens nochmal Erfahrung formen. So, oh, dich hatten wir schon. Dich noch. Na komm. So. Und raus hier. Nein. Oh, gut. Na komm, stell dich hin. Kannst gleich sterben. So, aua, hey. Okay, ich dachte, ich kann die noch erlegen. So viele Erfahrungspunkte hier. Kann man gefühlt unendlich weit leveln hier im Bosskampf. Upp, nicht so nah kommen. So. Phase 1, das Herz möchte ich mir noch mitnehmen. Dankeschön. Ja, ja, fast für live. Ich glaube, wir haben zumindest mehr live als beim letzten Mal. So. Na, wo bist du denn? Aber okay, jetzt haben wir das Zeit von langsam benutzt hier. Das war ganz hilfreich. Aber jetzt bin ich genau in die rein. Ah, fuck. Ah, jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich gesagt habe, die fand ich nicht so schwer. Bin ich gerade richtig scheiße. Au. Ich bin gerade richtig scheiße. Vor allem kriegt man hier auch kein Leben mal irgendwie wieder dazu oder so. Aua. So, Zeit verlangsamen. Boah, das ist kein guter Versuch. Der erste Durchgang ist ganz gut gewesen. Aber danach dann nicht mehr. Aua. Und ich bin schon tot. Fuck. Nicht so schön, nicht so schön, nicht so schön. Das ist echt hart. Aber dann muss man sich das hier auch jedes Mal wieder angucken.
So, ja. Ja, kämpfen wir. Okay. Oh, du aus. Dann bin ich wieder treffen lassen von dem Scheißding. So. Im ersten Mal kann man ja gar nicht so viel Schaden machen, weil da immer schon so viele Roboter wieder da sind. Aua, boah. Das läuft gerade nicht gut. Aua, scheiße, das läuft überhaupt nicht gut. Das ist ein richtig beschissener Versuch. Aua, boah. Wie kacke bin ich denn gerade? Wisst ihr was? Tötet mich. Das ist so ein Kackversuch. Den mache ich gar nicht erst weiter. Ach ja. So. So, labala, das können die ja endlich sparen hier, meine Güte. So, ja, ich kann die Zeit verlangsamen, na, kämpfen. So, du kaputt, dich machen wir mal kaputt. Euch machen wir auch gleich mal kaputt. Und raus hier. So, dich machen wir gleich mal kaputt. Euch, wenn die ein bisschen öfter wenigstens noch Herzen droppen würden. Aua, der war schon. Oh, shit. Ah, fuck! So. Du. Und raus hier. So. Die scheinen ja nicht neu zu spawnen, ne? Die Dinger hier. Also irgendwann müssten da ja mal alle kaputt sein. Oh, es war schon das letzte, okay. So. So. Auf dich schauen wir noch drauf. Auf dich schauen wir drauf. Euch machen wir weg. So. Nee, das reicht nicht. Hau ab. Shit. Ah. Ja, komm. So, ein paar Herzen, wir haben schon voll live. Aua, ah, fuck. Okay, wir gehen mit fast full life in die zweite Phase und jetzt sogar noch mit full life. So. Aber vorhin hatten wir auch fast full life und dann war das ganz große Krütze, was wir in der zweiten Phase gemacht haben. Okay, da ist immer schon mal entkommen, das ist gut. Ah, komm. Ah, jetzt bin ich auf der ihren Kopf gesprungen und man ist immer nirgends so richtig in der Nähe von ihr. Das ist das Problem. Die bleibt nie lange an einem Ort irgendwie, wo man die mal schön treffen kann. Oh oh. Okay, den muss ich fressen. 75 live. Okay. Hier den Ding auszuweichen ist eigentlich nur random herumgespringe. Oh. So, nicht mit mir, da tun wir die Zeit mal verlangsamen. ...63 Leben. Hm. Ich habe ja noch nicht viel Damage gemacht. Tja, ich habe
Aber nur noch, ich wollte gerade sagen, ich habe nur noch 51, jetzt sind aber nur noch 39, jetzt sind es bloß noch 27 und sind bloß noch 15. Und jetzt sind es nur noch 3. Das wird nichts mehr. Ne, da, okay, das habe ich noch überlebt, aber... Habe ich gesagt, das hier ist die einfachste Phase. Die erste ist die einfachste Phase. Und tot. Ja, Leute, wisst ihr was? Bevor ihr mir noch eine halbe Stunde beim Failen hier zuseht, ja, bomb weiter. Schneide ich euch als nächstes jetzt den erfolgreichen Versuch ran. Wir sehen uns gleich wieder. Aha, fuck. Geht die erstmal weg. So, du. Haut ab. Ah, fuck. So, aua. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe ja gleich ein Level up. Krieg ich ja full life. So. Oh. Nein, nicht cool. Okay, dich hatten wir schon. Dich hatten wir schon. Du noch. Und dein Herz. Aua, ich werde gleich wieder getroffen irgendwie. Na gut. Millisekunde zu spät. Fuck. Schon wieder. Nein, nein. Ah, fuck. For wasted. Aua. Tronk, 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 tronk. Ah, fuck. Oh, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe. Du, nochmal. Oh, das war knapp. Ah, fuck. Okay. Schon mal nach oben.
Oh, fuck. Okay, was ist das jetzt? Oh, ja. Oh, noch zwei Leben. Hatte noch zwei Leben. Die macht ja in der Phase sau wenig Schaden. Die macht ja pro Schlag in der Phase nur einen Schaden. Außer ich berühre sie direkt. Ah, ich kann auch drauf bleiben, mein Finger tut dem Schüler weh. Okay, das ist wieder hinter mir. Warum habe ich in den ersten... denke ich nie an die Tränke? Ich habe nie an die Tränke gedacht. Oh. Mit den Tränken war es doch recht easy dann im Endeffekt. Ich glaube, das war der dritte oder vierte Versuch nach der letzten Aufnahme. Und der erste Versuch mit Tränken. Ich habe nämlich... Mir ist eingefallen, du hast doch Tränke im Inventar. Kuro, ich wollte nie gegen euch kämpfen. Und ich glaube, ihr wolltet das auch nicht. Ne, ihr wollt man eigentlich wirklich nicht. Die Realität beginnt zu zerfallen. Ich glaube, wir sind zu weit gegangen. Ich sehe die Vergangenheit und die Zukunft nicht mehr. Wir haben das Ende der Zeit erreicht. Also, was geschieht jetzt? Das Projekt wurde während unseres Kampfes beschädigt. Reicht das, um den Zyklus der Zeit aufzuhalten? Wenn nicht, fängt alles von vorn an. Dieselben Zeiten, dieselben Ereignisse, dieselben Schwierigkeiten, dasselbe Schicksal für alle. Auch für uns beide. Meine Macht lässt nach. Ich werde verschwinden, Kuro. Und das macht mir Angst. Vielleicht finden wir uns eines Tages wieder. Und wenn nur das Schicksal verbleibt. Werden wir diese Welt gemeinsam verändern. Ich werde auf euch warten, G. Also die weiß schon ein bisschen... Bescheid über unsere Vergangenheit zumindest. Kuro ist noch immer nicht zurückgekehrt. Er wird schon kommen. Fräulein Fina, mittlerweile sind mehrere Tage vergangen. Wir können nicht länger warten. Was wollt ihr denn damit sagen, Menos? Dass wir einfach ohne ihn aufbrechen? Menos hat recht, Fina. Hier können wir nicht bleiben. Ich weiß nicht, welche Zeit oder Welt vor uns liegt, aber wir müssen los. Dann geht doch. Geht einfach ohne mich. Ohne Kuro gehe ich nirgendwo hin. Fräulein Fina, Super Mario ist ganz gewiss... Es ist sinnlos, Menos. Sie hat sich entschieden. Das müssen wir respektieren. Wir werden auf der anderen Seite des Portals warten, Fräulein Fina. Also gut, auf geht's.
Puro, wo seid ihr? Kuro. Wir scheinen nicht mehr zu kommen. Ist das etwa ein Open End? Ist das vielleicht etwas, was man sich für Evoland 3 freihalten möchte? Denn ich schätze, das war's dann mit Evoland 2. Interessantes Ende, wo ich jetzt nicht mit unbedingt gerechnet hätte, dass wir dann gegen Ceres quasi unseren Endkampf haben, etc. Aber mir sind da noch ein bisschen zu viele offene Fragen. Ist Kuro nun Shiro? Ich nehme es einfach mal an, dass Kuro auch Shiro quasi in der Zukunft ist. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Was ist halt mit den anderen passiert jetzt? Gut, da kann man sagen, vielleicht wird's Evoland 3 die Story dann hier weiterspinnen. Aber irgendwie bin ich nicht ganz hundertprozentig zufrieden. Okay, der regt sich erstmal auf, dass wir den seine Truhe geklaut haben. Da haben wir ja unser Geld wieder geholt. Wer ist das? Das alte Dämonencamp. Aber wer war das da? War das der Dämonenchef? Der König? Bibi jagt ihren nächsten jungen Wilden hier. Hieß die Bibi, ich vergesse das immer, Bibi, ne? Auf der Pyramide des Propheten. Und der kleine Prophet hält immer noch hier seine Ansprachen. Das ist auch die Frage, wir haben ja jetzt nicht die Antwort bekommen, hat das Beschädigen des Projekts gereicht, um den Zeitzyklus aufzuhalten? So dass der Zeitzyklus zumindest so aufgehalten wurde, aber nicht ganz die Zeit zerstört wurde? Die haben wir jetzt nicht bekommen, die Antwort, ob das jetzt gereicht hat oder... Ja. Ah, die Diebe hier mit ihrem komischen Fieser. Ja, Lia oder Yalai oder so. Die verbleibenden Wikinger auf ihrer letzten Eisscholle. Mit Jon Snow, mit Jon Schnee und einem Troll. Unsere fünf Helden immer noch im Nymphenwald. Und der Opa kehrt nun in der Anomalie weiter. Okay, scheiß auf Sturmtal, Anomalie sauber halten. Cherry Plum. Und ich habe den Namen vom Anführer vergessen. Indemonia. Reno. Reno hieß er. Okay. Velvet und Menos haben die ein Kind bekommen. Das Kind sah irgendwie aus wie Ceres. Kann das sein? Das Kind sah... Menos und Velvet haben ein Kind bekommen und das Kind sieht aus wie Ceres. Was macht Fina hier noch? Das sieht aus wie das Labor von Professor Shiro. Okay, Velvet und Menos haben ein Kind bekommen. Ah, da sind wir ja wieder. Fina hat uns irgendwie... Keine Ahnung wie, aber sie hat uns wieder zurückgeholt. Und hier haben wir jetzt auch die Credits. Ja, ich habe schon erwähnt, so... Auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Ging ungefähr 12 Stunden länger als Evoland 1. Also ungefähr dreimal so lang. Und wir haben es ja jetzt ja nicht mal auf 100% gespielt.
Ja, hat jede Menge Spaß gemacht, hat auch so seine Frustmomente zwischendrin. Die Bosse waren teilweise doch anspruchsvoll. Der Endboss jetzt, wenn man an die Tränke gedacht hat, dann ist der doch sogar recht gut machbar. Ich hatte der erste Versuch nach der Aufnahme, da hatte ich den ohne Tränke, hatte ich die dritte Phase schon halb geschafft. Also da hatte ich echt einen guten, hätte ich da die Tränke genommen, hätte ich das auf jeden Fall auch geschafft. Dass dann die vierte Phase kam, okay. Aber die hat es ja in der vierten Phase zum Glück nur so wenig Damage gemacht, da konnte man sich ruhig treffen lassen, das war kein Problem. Ja, wie gesagt, sehr geiles Spiel, hat mir echt Spaß gemacht, auch mein längstes Projekt hier mit Abstand auf dem Konfi-Kanal. Wie gesagt, das Ende so ist so ein bisschen wie bei Life is Strange, es sind mir doch noch ein paar zu viele offene Fragen, wobei man sich ja eben in der Hinterhand gehalten hat, ob es vielleicht noch einen dritten Teil gibt. Da kann man ja vielleicht die eine oder andere Frage noch beantworten. Ist Kuro jetzt wirklich Professor Chiro, wie ich das so erwarte? Und solche Späßchen. Aber soweit erstmal zu Evoland 2. Okay, sind wieder am Anfang. Oder zumindest wieder im Heimatdorf. Oh, Fina hat keinen Namen. Oh, ihr seid wach? Fühlt ihr euch besser? Mein Vater hat euch ohnmächtig tief im Wald gefunden. Ihr erinnert euch gar nicht an gar nichts. Selbst euren Namen nicht? Vielleicht solltet ihr in den Wald gehen. Das könnte eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Oh, ich heiße übrigens Fina. Ich hoffe, euch fällt bald wieder alles ein. Okay, damit haben wir zumindest die Gewissheit in diese Richtung. Okay, und wir sind erstmal am Strand alle. Velvet sonnt sich, Kuro spielt mit Fina Volleyball. Warum auch nicht? Na, warum auch nicht? Ich frage mich zwar, was das soll. Warum man sowas jetzt bringen muss. 13%? Okay, was 13%? Aber kann man mal machen. Man kann die einfach mal am Ende alle in den Strand setzen. Aber was heißt 13%? Ich habe definitiv mehr Spielfortschritt wie 13%. Und wo sind Menos? Was heißt, wo sind Menos, wo ist Menos? Der fehlt irgendwie. Ist der verreckt mittlerweile? Oder ist Menos der Ball? Hat er sich wie bei den Piraten der Wüste zusammengekauert? Aber was heißt denn 13%? Naja, strick das jetzt mal weg. Ich glaube, da fliegen wir noch 10-mal drumherum. Und dann sind wir wieder im Hauptmenü. Wo lande ich denn jetzt, wenn ich Spiel fortfahren mache? Ah, wieder hier. Okay, gut. Also könnte man jetzt noch alles nachholen. Ja, aber das machen wir jetzt nicht im Let's Play. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht alles machen. So, jetzt. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zuschauen. War von den Klickzahlen, von den Kommentaren, von den Likes ja ein ziemlich erfolgreiches Projekt. Freut mich, dass ihr da so interaktiv mitgewirkt habt. Allen voran natürlich Adatuna und der gute Sebastian. Freut mich, dass euch das Projekt gefallen hat, dass ihr dabei war die ganze Zeit. Könnt ihr auch, wenn ihr wollt, noch ein kleines Schlussresümee bringen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann dieser Part erscheint. Ich denke mal so Mitte Dezember rum müsste das Evoland auslaufen. Vielleicht um den 20. rum oder so, keine Ahnung. Jedenfalls war es das Singleplayer-mäßig für mich von diesem Jahr. Jetzt kurz vor Weihnachten geht es dann natürlich auch für mich in die Weihnachts- und Silvesterpause. Von daher, ich habe schon einen Plan fürs nächste Let's Play. Schauen wir mal, ob ich das dann auch so umsetzen werde. Aber das seht ihr dann im neuen Jahr. Gibt ja noch einige andere Projekte hier auf dem Konfi-Kanal, auch wo ich dann mit dabei bin. Von daher, irgendwo sehen wir uns bestimmt wieder. Und spätestens dann hoffentlich bei meinem nächsten Singleplayer-Projekt. Wir sehen uns. Bis dann.